Hi, ich bin Salma und ich bin eine Influencerin, Content Creatorin auf TikTok, Instagram und auch auf YouTube. Und weil du auf dieses Video geklickt hast, muss es bedeuten, dass du auch Interesse hast, eine Content Creatorin oder ein Content Creator zu sein. Und ich bin hier heute, um euch zu erzählen, wie es eigentlich ist. Es gibt voll viele Vorteile, aber auch voll viele Nachteile. Ich glaube, die Vorteile sind ziemlich klar. Du hast eigentlich die Freiheit, alles zu machen, was du willst. Du kannst deine Leidenschaften mit der ganzen Welt teilen, zum Beispiel, wenn du gerne kochst oder Sport machst oder reist und mit dem eigentlich auch verdienen. Man kann selbstständig sein, man kann immer kreativ sein. Es gibt eigentlich gar keine Grenzen, man kann immer größer werden. Man kann die eigene Community immer größer ausbauen. Man hat eine wirklich voll nette, unterstützende und loyale Community. Es gibt die Möglichkeit, mit großen Brands zu arbeiten. Also ja, wenn man sich Influencer von außen ansieht, denkt man sich, dass das Leben eigentlich so perfekt ist. Sie bekommen alles gratis, sie sind so hübsch und perfekt, das Leben ist perfekt, ihre Familie ist perfekt, ihre Beziehung ist perfekt. Aber das ist eigentlich gar nicht wahr. Und das ist eigentlich auch die toxische Seite von sozialen Medien. Wenn du dich aber jetzt entscheidest, eine Influencerin oder ein Influencer zu werden, will ich auch, dass du weißt, welche Nachteile es gibt. Ich zum Beispiel fühle mich immer unter Druck. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass ich mein Leben der Welt zeigen muss und dass es ein Muss ist. Und ich fühle einfach diese Verantwortung. Also ja, die Leute folgen mir, weil sie mein Leben sehen wollen. Aber manchmal für mich als Individuum, als eine Person, ich will eigentlich auch eine Privatsphäre haben. Ich will eigentlich auch einige Stunden ganz frei leben, ohne darüber nachzudenken, was ich gerade jetzt posten soll. Eine Social Media Person zu sein, ist wirklich ein 24/7 Job, weil man eigentlich das Leben als einen Job hat. Und wenn wir jetzt über Geld reden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass die Influencer nicht so viel verdienen, wie du glaubst. Wir bekommen gar kein Geld von den Plattformen, wenigstens in Österreich. Von TikTok bekomme ich gar nichts, von Instagram bekomme ich gar nichts. Ich verdiene eigentlich nur, wenn ich mit Brands zusammenarbeite. Und das ist voll schwer in Österreich zu schaffen. Und es ist eigentlich so, du musstest so viel Zeit und Energie reinstecken. Monatelang, vielleicht auch jahrelang, bis du eine genügend große Community hast, um diese Brand Deals zu bekommen. Man versteht eigentlich gar nicht, wie viel Aufwand dahinter ist. Und du bist dann so abhängig von diesen Nummern. Wie viele Views dein Video bekommt, wie viele Followers du bekommst. Und dann kommt es zu Mental Health Issues. Du versuchst immer diesen Algorithmus zu verstehen, um mehrere Views zu bekommen. Du musst Trends immer beobachten und zu versuchen, diesen Algorithmus zu hacken, dass deine Videos dann viral gehen. Du musst wirklich, wirklich aufpassen, dass du genügend mental und psychisch stark bist und dass du die Anzahl der Follower oder der Views oder was auch immer mit deinem Selbstwert nicht gleichstellst. Du musst sicherstellen, dass du eine Privatsphäre immer noch hast und dass du dich nicht unter Druck fühlst. Pass auf, dass du den Hasskommentaren oder negativen Kommentaren nicht zu viel Gewicht gibst. Ich sag's dir, es werden immer anonyme Internet-Trolls geben. Also ja, es gibt viele Nachteile, aber auch voll viele Vorteile. Eigentlich in allen Sachen im Leben. Du musst aber dann nur versuchen, dich auf die positive Sachen zu konzentrieren. Und dann wirst du okay sein. Ich hatte und habe immer noch viele Struggles jeden Tag mit allen diesen Nachteilen, das ich gerade jetzt genannt habe. Aber es ist ein Prozess. Ich muss meine Prioritäten festlegen und das ist natürlich mein Mental Health. Und dann eine Balance zwischen Online und Offline finden. Und ja, das ist alles von meiner Seite heute. Vergiss nicht, den BAM-Channel zu abonnieren und schau dir die anderen coolen Videos an. Und ich sehe dich das nächste Mal. Ciao!